So, da wäre er wieder. Die Frage ist jetzt nur, was machen wir jetzt? Also laufe ich jetzt nochmal da rein, das bringt nichts. Bessere Muni. So, und ich wollte hier unbedingt einen Item Collector hinstellen. Den habe ich auch und die Roboter fliegen auch schon, ne? Ja. Ja, also hochlaufen bringt nichts. Eventuell warten bis zur Power Armor MK3, damit wir drin stehen bleiben können. Eventuell. Ich denke aber, da bräuchte ich einen zweiten Fusionsreaktor fürs Stehenbleiben. Bau erstmal nochmal MK2-Schilde. Wobei, einer reicht erstmal. Und nimm dann... Na stimmt, die eine hat er noch gar nicht eingebaut gehabt. Das muss da auch noch hin. So. Gut. Ja, MK3 wäre noch schicker, weil dann hätten wir halt noch mehr Platz. Dann könnten wir noch einen Fusionsreaktor reinbauen und dann wahrscheinlich noch mehr Laufhilfen und was weiß ich. Das klappt dann irgendwann. Ja, aber wir sollten lieber beim Tagesgeschäft bleiben, anstatt da das zu versuchen. Auch wenn die Idee eigentlich eine ganz gute ist, halt die Basen nach und nach kaputt machen, damit wir weniger oft angegriffen werden und weniger Strom verbrauchen. Aber tagsüber ist das echt kein Problem. Naja. Was sagen jetzt die Boiler? Aber bei den Boilern gab es übrigens jede Menge Hinweise. Den gehe ich auch gleich mal nach. Ich wollte nur kurz mal gucken. Ja, Temperatur geht runter. Weil die Boiler nicht reichen. Es gab da einen Hinweis, der sich wiederholt hat. Das war der hier. Angeblich sollen die Tanks dafür sorgen, dass gebremst wird. Und eventuell sollte ich die Rohre auf dieselbe Stufe bringen wie die Boiler. Aber das sind sie jetzt ja. Die Boiler, nee. Die Boiler sind 4, die Rohre sind 5. Weil das Problem ist dann nämlich, dass die 5er Rohre zu viel Wasser fassen und die Boiler nicht schnell genug das Wasser erhitzen können. So wird das kalte Wasser durchgepumpt. So zumindest die Theorie. Das heißt, wenn ich hier jetzt einen Vierer... Warum schießt du immer noch? Achso, du bist ein Sniper, okay. Nach der Theorie, wenn ich jetzt hier hinten ein einziges Viererrohr hinsetze, kommt nur so viel Wasser durch, dass die Boiler auch genug bekommen. Aber die sind jetzt noch nicht mal durchgehend voll. Nee, mach das mal rückgängig. Der Boiler hier muss eigentlich bleiben. Quatsch, der Tank hier muss eigentlich bleiben, aber der ist auch schon MK3. Also ich hoffe mal, dass die MK3-Tanks auch eine höhere Durchlassgeschwindigkeit haben. Oder Rauspumpgeschwindigkeit. Aber der MK1 hier war definitiv keine gute Idee. So, guck mal, wie es sich verhält. 86 Grad. Das sollte jetzt eigentlich relativ schnell auf 100 Grad hochgehen. Und jetzt arbeiten ja auch alle. Stehe ich nicht so ganz. Da fängt es an. 18, 20 bis 40. 40 bis 60. 60 bis 80. Und es schießen nicht mal alle Türme gerade. Es schießt gar... Oh. Es schießen 105. Können wir kurz aufhören zu schießen? Ich würde gerne testen, wie die Boiler funktionieren. Du Aliens. Vier Türme schießen nur. Was zur Hölle? Und die Gehhilfen sind super. So. Da unten sind zwei Spucker. Piu, 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 piu. Rotes fliegendes Zeug, das keinen Schaden macht. Auch wenn ihr keine Resistenz dagegen habt. So, jetzt kommen. Weil wir hatten schon mal quasi überschlagen im Kopf, dass es keinen Sinn macht, mit unserer herkömmlichen Munition dagegen zu schießen. Der Ressourcen- und Energieverbrauch für die Munition ist einfach zu hoch. Genau, viel besser. Einfach ranlocken. So, es ist Nacht. Das heißt, aus. Ups. Was habe ich gerade verdreht? Dich habe ich gerade verdreht. Aus. So, also die Schmelzen kriegen kein neues Zeug. Du gib mir mal die Platten da. Was sagt der Stromverbrauch? Genau. Wir werden angegriffen. Der Akku leert sich. Aber wenn die Angriffe jetzt aufhören, sollte es eigentlich ganz langsam wieder hochgehen. Ganz langsam wieder hochgehen. Ja, tut er. Gut.
Das heißt, ich muss wirklich jetzt jede Nacht die ausstellen und jeden Tag die anstellen. Was sagen unsere Ressourcen? Übel, sagen sie. Ganz, ganz übel. Keine Eisenplatten, keine Kupferplatten, keine grünen Chips. Ja, müssen wir nachts jetzt mit leben. Ist halt so. Oh, du hast gerade gearbeitet. Weil hier ein Item-Collector in der Nähe ist. Und der Item-Collector das einsammelt, was auf dem Boden liegt. Ja gut, das ist aber vernachlässigbar, denke ich. So, ihr... habt keine Knochen mehr. Ernsthaft? Ja, wir haben keine Knochen mehr im System. Das könnte interessant werden. Wie viele Fuelblocks haben wir im System? 2000. Klingt erstmal okay. Aber ich will nicht wissen, wie viel wir davon am Tag so durchpfeifen. Deswegen gucke ich mich hier mal um. Nicht genug Leichtöl. Warum haben wir nicht genug Leichtöl? Schweröl haben wir genug. Schwefelsäure haben wir genug. Wir haben zu viel Petroleumgas. Das ist ein interessanter Zustand, den kenne ich so gar nicht. Die Batterien wenigstens durchgehen arbeiten. Ja, hier mehr. Ja, so ein Petroleumgas ist irritierend. Weil wir haben jetzt das Problem, dass das Leichtöl nicht hergestellt wird, solange das Petroleumgas da überhand nimmt. Ich könnte allerdings das Petroleumgas auch zu Fuelblocks verarbeiten, oder? Ich guck mal ganz kurz. Haben wir irgendwo noch einen Chemical Plant? Nein. Bau mal. Da setzen wir das Ding einfach hier hin in der Kiste und dann verbrauchen wir halt ein bisschen Petroleumgas. Ganz schmerzfrei. So, du... wo bist du da? So. Ja, können wir. Zweimal Petroleumgas ist eins davon. Ja, das ist keine gute... aus... ah doch, aus einem Petroleum... aus einem Leichtöl machen wir zwei Petroleumgas. Also, wenn wir aus zwei Petroleumgas einen Brennstoffblock machen, ist es genauso, als wenn wir aus einem Leichtöl einen Brennstoffblock machen. Zwei Schweröl ist halt absolut doof. Weil wir daraus... vier Leichtöl machen könnten und daraus vier Fuelblocks. Also, das da nicht, die beiden sind okay. Also, mach bitte das so... sei schnell. Und zack. Kommt hinterher. Okay, dann brauchst du jetzt noch. Erst muss ich da irgendwie anders hinkommen. So. Du brauchst noch ein Ärmchen. Und du brauchst eine rote Kiste. Wollen wir dich beschränken? Denke eigentlich nicht. Ich hätte schon ganz gern so einen ordentlichen Puffer da. Also mach mal. Ist okay. So, Strom. Akkus sind voll. Ach so, wir haben jetzt wieder Tag. Das ist sehr irritierend, dass der Tag so schnell geht. Ich habe gerade die Lua-Befehle nicht zur Hand. So. Laufen wieder alle oder habe ich irgendwas aus Versehen verdreht und der hält die ganze Zeit eine Eisenplatte? Ja, scheint alles zu arbeiten. Strom? Hält weil Tag und Solarzellen. Okay. Ich baue gerade nichts. Das sollte ich ändern. Bau bitte. Warum kriege ich keine Batterien zugeflogen? Das ist sehr lästig. Also ich weiß, dass jetzt mindestens seit 10 Minuten, also so lang ist die Folge jetzt fast und gegen Ende der letzten Folge hatten wir es ja auch gemacht. Oder Mitte sogar? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall schon seit einer Weile. Das Ding durchgehend läuft. Aber die Batterien werden wohl zu schnell verbraucht. Das heißt, wir brauchen echt einen zweiten davon. Ja, kein Problem. Du mach mal bitte davon noch einen. Setz den dann hier oben dran und dann kriegst du auch von hier Schwefelsäure. Die Tanks von der Schwefelsäure sind allerdings nicht voll. Warum arbeitest du jetzt nicht? Du hast Wasser, du hast... kein Schwefel? Das sind alles sehr komische Probleme. Also wir hatten immer so viel Schwefel, dass ich nicht gedacht hätte, dass das irgendwann mal ein Problem wird. Aber ja, im System ist kein Schwefel. Schwefel haben wir als Abfallprodukt gehabt von der Carbon-Geschichte. Die Carbon-Geschichte ist hier.
Werd mal schneller. Brauchen wir das Carbon überhaupt noch? Oder schnell genug? Wahrscheinlich nicht, ja? Stahl? Ja, wir müssten eigentlich noch ein Blast Furnace machen für die Stahlproduktion. Wobei ich, glaube ich, schon mal festgestellt hätte, dass das mit den Fabriken immer noch effektiver wäre. Also nö, wir brauchen jetzt eine stinknormale Schwefelproduktion. Das war wo? Gib mir mal ganz kurz die Chemical Planter. Setz sie einfach irgendwo hin, wo Platz ist, und guck dir die Rezepte an. So. Aus Petroleumgas, ja. Ja, damit. Hier einfach. Das ganze Ding sieht langsam richtig hässlich aus. Das muss auch irgendwann umgebaut werden. Hier alles weg und anders. Also du kommst dahin. Du stellst bitte her Schwefel. Diesmal beschränken wir dich aber auch. Und du kriegst nur eine passive Kiste. So, du bekommst da das. Ach, du brauchst auch noch Wasser. Haben wir irgendwo Wasser? Da wäre Wasser. Ja, gut. Dann hol das mal bitte da schon raus. Verbinde das da und schick das mal in die Richtung hier. Ja, doch, das ist genau die richtige Höhe. Ich brauche nur einen. Also erstmal schick das hier wieder raus. Und dann hätte ich gern so ein Super-Duper-Ding. Ist wahrscheinlich auch wieder ein bisschen übertrieben, aber so. Und Ärmchen dahin, zack. Können wir so doch produktiv machen. Ja komm, wenn schon, dann schon. So. Auch wenn wir das bei Petroleum und Gas nicht brauchen, weil wir eigentlich endlich viel Gas haben. Richtig, das ist alles Stromverbrauch. Hier, du darfst gar nichts machen. Haben wir die Grünen noch? Nee, ne? Weil bei sowas könnte ich einfach Grüne reinhauen. Sollte ich eventuell unten meine Fabrikanlage auch mit aufbauen. Aber jetzt erstmal wichtig, dass wir genug Schwefel haben. Für genug Schwefelsäure, damit das hier kein Problem wird. Okay. Wovor wurde noch gewarnt? Genau, beim Stein. Bei der Lavaproduktion soll ein Stein aufgetreten sein. Sehe ich jetzt aber nicht wirklich. So, von hier unten kommt jetzt wieder nichts. Das ist Schwefelsäure, das ist falsche. Nee. Also irgendwo soll eine Steinkiste zu schnell das Gestein einlagern. Und dadurch kommt es nicht aufs Fließband. Das müsste noch bei der Schlacke gewesen sein, oder? Ja, hier. Ach so. Ja, das Problem hat sich selbst behoben, indem wir einfach zu viel Steine haben. Und die Schlacke wahrscheinlich voll ist und ja. Lalala. Dann mach doch mal bitte große Provider Chests. Aus dem Zeug hier. So, jetzt habe ich quasi sichergestellt, dass hier unten nichts mehr ankommt. Auf dem Fließband. Deswegen sollten wir hier eigentlich irgendwo eine Kiste machen, die das dann wieder rauflegt. Wofür warst du? Du bringst Stein zu der Kiste hier hinten hin. Ja, mach das weg. Das ist absolut albern. So, alles mitnehmen. Ja, wir werden angegriffen. Wir haben es schon wieder morgen. Okay, ich habe diese Nacht übersprungen. Die habe ich nicht bewusst wahrgenommen. Das heißt, ich habe auch keine Schmelzen ausgestellt. Aber es scheint geklappt zu haben. Sogar ziemlich gut. Weg, 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 weg. So. Also ich brauche eine Steinkiste hier. Da hinten drauf Steine legt, damit die Schmelzen soweit alle arbeiten können.